Hi zusammen, schön, dass wir da sind. Ich zeige euch, wie Sie mit Kurven ein Objekt einfach so modellieren können. Also, wir öffnen ein neues Projekt und dann kann ich euch einfach genau zeigen. Wir löschen den Würfel hier und wir haben die Möglichkeit, unsere Hintergrundfarbe einfach zu ändern. Und jetzt holen wir Bilder, wir laden das Bild einfach hoch hier und dann können wir los mit dem Öffnen und es ist hier im Hintergrund. Das Bild haben wir hier und wir öffnen jetzt. Die Ansichten können wir einfach ändern, damit wir besser sehen können. Und die Kamera. Ja, das Bild ist schon da. Wir können das Bild zum Beispiel ein bisschen mit der Deckkraft erhöhen und wir können das Bild auch skalieren. Wir sehen schon. Und wir können jetzt mit dem Projekt anfangen. Wir fügen hinzu Kurven und mit diesen Kurven können wir zum Beispiel einen Kreisbezirk haben wir auch oder solche Kurven können wir auch benutzen. Wir beginnen einfach mit dem Kreis. Und dann gehen wir jetzt in den Editiert-Modus. Dort haben wir die Möglichkeit, einfach die Sachen zu ändern, wie wir einfach wollen. Also die Ansicht können wir auch hier ändern. Also momentan drehen wir einfach hier. Und wir haben die Möglichkeit, mit unseren Kurveneigenschaften hier einfach zu ändern, wie wir wollen. Zum Beispiel mit unserem Anfasser-Auto können wir die Sachen automatisch einfach so machen. Also Sie sehen schon, was wir damit machen können. Sie sehen einfach, was automatisch, also wie wir mit automatisch einfach die Sachen ändern können. Sie sehen schon. Und wir können zusammen auch verbinden, die beiden können wir. Und wir haben auch die viele Sachen zu machen. Entschuldigung. Hier auf unsere Eigenschaften haben wir auch die Möglichkeit, unsere Sachen einfach so nochmal schöner zu machen, indem wir die Vertiefung ein bisschen ändern. Sie sehen schon, wir können die Vertiefung ändern oder so. Und es wird jetzt anders sein und wir können noch ein bisschen kleiner verkleinern und Sie sehen schon, was das Objekt jetzt geworden ist. Natürlich haben wir die Möglichkeit, die Auflösung auch ein bisschen zu ändern. Und hier können wir haben auch die Möglichkeit, hier ein bisschen mit dem Feldsatz einfach zu ändern, wie wir einfach haben wollen. Und hier können wir einfach extrudieren und das wird einfach sehr schön. Und ganz auf unserem Objekt haben wir die Möglichkeit, entweder noch zu rotieren, damit wir besser sehen können, was wir gemacht haben. Oder Sie können auf unserer Y-Achse auch rotieren. Sie sehen schon, wir können alles rotieren, wie wir einfach haben wollen. Und auf unserer Z-Achse genauso können wir auch rotieren. Also Sie sehen schon. Und hier haben wir die Möglichkeit nochmal zu skalieren. Auf unserer Y-Achse haben wir die Möglichkeit zu skalieren. Auf unserer Z-Achse genauso können wir die Sachen einfach skalieren, wie wir einfach haben wollen. Und hier auf unserer Delta-Transformation geht es auch genauso. Wir können zum Beispiel auch drehen, damit wir besser sehen können. Auf X-Achse auf unsere Y-Achse können wir auch genauso drehen. Und Sie sehen schon, auf unserer Z-Achse können wir auch genauso drehen. Also wir können alles einfach machen. Und hier können wir nochmal richtig skalieren, wie wir einfach haben wollen. Auf unserer X-Achse genauso. Und wir haben noch die Möglichkeit, auf unserer Z-Achse nochmal ein bisschen dicker zu machen. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Und wir haben auch die Möglichkeit, auf Material zu gehen und das Projekt einfach anzufärben, wie wir wollen. Wir können eine schöne Farbe hier aussuchen und das Projekt einfach anfärben. Und in RGB haben wir die Möglichkeit, wir haben auch in der HSV auch die Möglichkeit, das Objekt anzufärben, wie wir einfach haben wollen. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, nicht nur wenn wir auch fertig sind, das Projekt nochmal richtig so zu skalieren. Sie sehen schon, was wir damit machen können. Wir können noch zum Beispiel kombinieren. Und auf unserer Y-Achse haben wir auch die Möglichkeit, nochmal so zu drehen. Sie sehen schon, was wir da machen können. Also man kann damit sehr viele tolle Sachen noch so machen, wie man einfach machen kann. Also Sie sehen schon, langsam drehen. Dann wird es einfach anders jetzt aussehen. Sie sehen schon. Und wenn Sie die Achse hier Wenn Sie die Achse so verändern, dann wird einfach das Objekt sich geändert und Sie sehen, dass wir haben jetzt ein anderes Objekt jetzt und es ist einfach anders geworden und so können Sie die Sachen hin und hier einfach ändern. Sie sehen schon, man kann damit sehr viele Sachen einfach so erzeugen. Und die Farbe können Sie natürlich immer ändern, wenn Sie wollen.
Also von daher können sie einfach die Farben, wie sie einfach haben wollen. Und sie haben auch die Möglichkeit, nochmal weitere Sachen einfach hinzufügen. Und sie können zum Beispiel in, nicht nur in Auto, sondern auch in Vektor einfach ändern, wie sie wollen. Und hier sieht es einfach in Vektor aus. Und so können sie auch viele andere Sachen erzeugen. Zum Beispiel, das ist, sie können zum Beispiel einen Rahmen so erzeugen. Und sie können, wir haben auch die Möglichkeit, nochmal hier zu drehen, auf unsere X-Achse zu drehen. Ups, X-Achse. Drehen, also damit wir besser sehen können. Sie sehen schon, was wir damit einfach machen können. Also man kann damit sehr viele Objekte so machen und natürlich können Sie auch viele andere Sachen so machen, wie Sie einfach haben wollten. Und mit ausgerichtet können Sie auch so viele Sachen so erstellen. Also von daher sehen Sie einfach, was ich hier mache und dann können Sie auch genauso mit Ihren Sachen frei so bewegen, wie sie einfach haben wollen. Und es wird immer einfach geändert. Und mit unserer X-Achse, Y-Achse, es wird einfach geändert. Also Sie sehen schon, was wir da machen. Und ich freue mich einfach, dieses Projekt mit euch geteilt zu haben. Und freue mich auf das nächste Projekt nochmal mit euch.